So Leute, willkommen zurück zu Spelunky 2. Wir haben im letzten Part uns gar nicht mal so schlecht geschlagen, aber ein paar dumme Fehler sind uns da irgendwie immer dazwischen gekommen. Ein paar dumme Fehler, die ich heute vorhabe nicht mehr zu machen. Hey, da drüben ist nie was. Aber eigentlich könnte ich das Geld hier mitnehmen, weil ein bisschen Geld schadet nicht. Nachher haben wir dann wieder zu wenig, um uns irgendwas zu kaufen. Wir wissen doch, wie es ist. Einfach bloß, weil wir vorher zu wenig mitgenommen haben. Zum Beispiel hier. So, was hast du denn Schönes? Wie viel habe ich denn? Ja, was wirklich Schönes kann ich mir nicht leisten, aber dann nehme ich zumindest ein paar Seile mit. Weil verkehrt sind Seile nie. Hier drüben ist Pucci, ja, da nehme ich Pucci natürlich mit. Ist ja klar. Und dann haben wir gleich den Kleber gekriegt. Da müssten wir nun mal eine Riesenspinne für erledigen. Okay, wenn ich das Vieh nicht erledige, komme ich an den Dings nicht ran. Sagen wir es, wie es ist. Okay. Warte mal. Young soll mir später nicht vorwerfen können, ich hätte mich nicht um seine Truthähne gekümmert. Hier ist der erste und der zweite, den hat. Oh. Den zweiten habe ich auch noch. Aber ich werde immer so unvorsichtig, wenn ich die Shotgun habe. Danke, Young. Hat es zwar nicht viel, aber dafür waren die Truthähne jetzt auch nicht schwer zu bekommen. Das ist halt einfach so gut. Oh, der Shop da oben hätte theoretisch Bomben. Ich habe viele Seile, aber nicht ganz so viele Bomben. Nee, das will ich nicht. Ich habe bereits meine Shotgun. Ich habe 9 Bomben, 9 Seile. Was will ich mehr? Ich habe gehofft, dass ich das Schlagen von Trommeln höre. Den Weg will ich nicht.
Das reicht mir nicht. Komm, ich will links offen haben. Nein, ich... Er wollte nicht klettern. Nein, nein, nein. Ich hätte ihn erschießen sollen. Hatte ich nicht gesagt, ich will die blöden Fehler nicht mehr machen, ne? Das ist eine ganz gemeine Falle hier unten. Das war auch gemein. So, erstmal den Maulwurf einige hauen. Meine Verteidigung, er hat es nicht anders verdient. Boah, das ärgert mich. Sowas wie im letzten Run, das kriegen wir nie wieder. Monty! Oh Gott, es tut mir leid. Lass uns gehen, Monty. Eine Shotgun ohne Shopkeeper zu töten. Ach, ich bloß zum Truthahn. Na gut, ein Truthahn ist eine Waffe, ne? Okay, ich kann aber mit dem Truthahn hier nicht durch Wände gehen. Das heißt, dieser Weg ist ja immer mega sinnlos. Danke, dass du die Spinne für mich getötet hast. Du bist ein wahrer Freund. Du wirst mir jetzt noch viel mehr helfen. Mir leid, Truthähne konnte ich leider keine finden. Beziehungsweise konnte ich schon, aber der eine, der sitzt fest und den könnte ich da maximal raussprengen. Wie du dir denken kannst, war ich da nicht ganz so begeistert. Schlagen von Trommeln, wir sind wieder... Ich habe ein bisschen Hunger, vielleicht liegt es daran. Aber ich trinke zu wenig. Das liegt auch daran, ich habe nicht mehr wirklich was. Ich habe nur noch Wasser bzw. Instant-Eistee. Bei dem bin ich dann immer ein bisschen zurückhaltend trinken, weil ich nicht so oft meine Flasche nachfüllen möchte. Oschi, was hast du denn hier? Auf den Stein links rüberschieben können. Da hätte ich ein Seil gespart. Ich habe Bomben gekauft, aber kann mir keine Seile leisten. Story of my life. Das ist nicht, wonach es aussieht. Monty, wir müssen hier weg. Ich habe einen von Youngs Truthähnen umgebracht und wenn er das rausfinden sollte, dann sind wir beide erledigt. Du und ich, wir stecken da zusammen drin. So, den da will ich aber. Weil das ist eine ganze Menge Geld. Monty!
Mutti altes Haus. Ja, da muss ich dich ja retten. Vor allen Dingen, weil du mir helfen kannst. Und diese garstigen Maulwürfe. Alles andere, was hier noch so rumkreucht und feucht. Warte mal. Monty, warte mal kurz hier. Nein! Das gibt's nicht. Durch einen Fallschaden und dann aus der durch die Falle gestorben. Aber ich finde auch immer wieder neue Wege zu sterben. Ich meine, ist das nicht auch ein Talent? Ich meine, jeder kann immer durch das Gleiche sterben. Das ist ja keine Kunst. Aber jeden Tag durch etwas Neues. Oh. Young wird seine Truthähne wohl nicht wiedersehen. Sie fängt da an wegzulaufen, das will ich nicht. Kackmaulwurf, ey! Komm her, du Sau. Und wenn ich dabei drauf gehe, ich kämpfe jetzt mit dem. Ja, okay. Ihr wisst, wie geärgert ich mich bei meinen Opferungen bin. Für alle, die Spelunky 1 nicht gesehen haben, was ich versuche damit zu bezwecken mit meinen ganzen Opferungen immer, ist dieser Blutkelch. Den habt ihr ja schon gesehen. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist, was den Blutkelch so opferungswürdig macht. Immer wenn ich Gegner töte, spritzt ja so ein bisschen Blut weg. Und dieser Kelch hat den wunderschönen Effekt, dass immer wenn ich das Blut dann berühre. Oh, da oben ist das. Immer wenn ich das Blut dann berühre, dann steigt quasi so ein Blutcounter. Okay, ja, das war dumm von mir. Und wenn dieser Blutcounter Maximum erreicht, heile ich ein HP. Einfach so. Und das bedeutet, ich kann ab diesem Punkt mich heilen, indem ich Gegner umbringe. Und das ist halt einfach einer der geilsten Effekte, die es gibt. Problem ist, um an den Blutkelch ranzukommen, brauchte man, glaube ich, einen Count von 8. Wobei lebende Objekte 2 zählen und Tote, die ich opfere, einen. Bedeutet im Fazit, es ist
sehr, sehr schwer, genug Opfer zusammenzukriegen. Ja, das war clever. Da hat mein Gehirn nicht so schnell geschaltet, wie es hätte sollen. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Vulkan-Run. Also wenn ich jetzt durchschaffe, gehe ich in den Vulkan. Einfach aus dem Grund, weil ich habe wenig Leben. Wenn, dann sterbe ich sowieso nach einem Treffer. Dementsprechend macht es keinen Unterschied, ob ich einmal oder tausendmal getroffen werde. Deshalb Vulkanrun. Ja, zu Young komme ich sowieso nicht hin, dann kann ich den auch da lassen. Sehr gerne das da, danke. Du Drecksack. Na gut, Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Spelunky 2. Bis dann, euer Wolf.